Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit der A10C. Und ja, was machen wir heute? Wir schauen uns heute mal einen sogenannten Tarkan Approach an. Das heißt, wir führen eine Landung durch und als Navigationshilfe zum Flugplatz verwenden wir das sogenannte Tarkan. Tarkan steht für Tactical Air Navigation und ist im Prinzip nichts anderes als ein militärisches Funkfeuer. Und dieses Funkfeuer, also dieses Signal, verwenden wir, um zum einen den Flugplatz zu finden und dann zum anderen, um uns der korrekten Runway zu nähern und dann auch den Endanflug einzuleiten. Vorab, Tarkan-Landungen sind nur geeignet, wenn die Sicht gut bis sehr gut ist, weil es nicht so genau ist wie eine ILS-Landung. Das heißt, dieses Funkfeuer steht ja nicht direkt vor der Runway, so wie das mit den Beacons vom ILS ist, sondern das kann auch seitwärts ab von der Bahn stehen. Deswegen ist es quasi nicht genau mit der Landebahn geeicht und man braucht dazu schon Sicht zum Flugplatz bzw. zur Bahn selber. Es hilft also lediglich, den Flugplatz zu finden und dann auch dem Flugplatz näher zu kommen für einen kompletten Endanflug nach Instrumentenflugregeln ist der Tarkan Approach nicht geeignet. Das vorab und damit ihr versteht, was wir jetzt quasi machen, also wie so ein Tarkan Approach abläuft, schauen wir uns das einfach mal kurz an. Okay. Wir schauen uns jetzt zunächst einmal an, wie der Tarkan Approach in der Theorie funktioniert. Ich habe hier einmal ein typisches Tarkan-Symbol eingezeichnet und darunter unsere Runway. In dem Fall haben wir eine aktive Landebahn von 080 und so eine Tarkan-Station, also so ein militärisches Funkfeuer, hat eine Reichweite von 130 Meilen. Und mit dem Tarkan-System an Bord unserer A10, die haben wir hier, haben wir auch 130 Meilen Reichweite. Das bedeutet, insgesamt haben wir die Möglichkeit, unseren Flugplatz mit einer maximalen Reichweite von 260 Meilen zu finden. Und dann können wir mit dem HSI und dem Tarkan Control Panel, das zeige ich euch gleich im Cockpit, können wir uns unserem Flugplatz anhand des Tarkan-Signals nähern. Und wenn wir dann näher kommen, dann ist es natürlich nicht so, dass wir immer aus dieser Richtung kommen. Sondern je nachdem, wo das Einsatzgebiet lag, ist es halt so, dass wir eben mal aus einer komplett anderen Richtung kommen. Aber unsere aktive Runway ist trotzdem die 080. Das heißt, wir müssen erstmal an diesem Punkt gelangen, um unseren Endanflug durchführen zu können. Wie funktioniert das? Bei einem Tarkan Approach hat man in der Regel einen Radius zum Sender. Den habe ich hier mal blau eingezeichnet und in der Regel sind das 10 nautische Meilen. Und jetzt machen wir nichts anderes, wir nähern uns halt unserem Tarkan-Sender, indem wir unser HSI benutzen und irgendwann sind wir bis auf 10 Meilen an dieses Signal rangeflogen. Und wenn wir diese 10 Meilen zum Tarkan-Sender erreicht haben, dann machen wir nichts anderes, als dass wir einfach nach links oder rechts abbiegen, je nachdem aus welcher Richtung wir kommen und zum Beispiel im Uhrzeiger sind, um unseren Flugplatz drumherum fliegen. Das heißt, wir setzen unser HSI so, dass wir das Tarkan auf unserem HSI immer auf der 3O-Position haben und das stellt sicher, dass wir wirklich diesen Abstand von 10 Meilen gleich behalten. Und wenn wir dieses Tarkan, also den Bearing Pointer 1 auf unserem HSI auf der 3-Uhr-Position belassen und dann um den Flugplatz herumfliegen, dann nähern wir uns nicht und wir entfernen uns auch nicht vom Sender. Aber wir fliegen um den Flugplatz drumherum und irgendwann sehen wir auf unserem HSI unseren Bearing Pointer 1, der ja nach wie vor die Tarkan-Station anzeigt und wir haben ja auch mit unserem Heading und Curse Set Knopf unsere aktive Runway im HSI eingestellt
Und diese beiden Zeiger liegen irgendwann übereinander, beziehungsweise sind knapp davor. Und dann machen wir nichts anderes. Wir verlassen diesen 10-Meilen-Radius, biegen auf dem Flugplatz drauf ab und beginnen mit dem Endanflug, mit dem sogenannten Feilen. Das kann man mit dem Tarkan-Approach auch machen, weil, wie gesagt, der Tarkan-Approach ist an sich eine Prozedur für Sichtanflüge. Das heißt, diese letzte Phase, die können wir rein mit dem HSI nicht sehr genau abbilden, weil diese Tarkan-Station häufig nicht direkt vor der Runway liegen, sondern auch links und rechts daneben. Das heißt, wenn wir uns nach dem Sender richten würden, würden wir auf den Sender zufliegen und nicht auf die Runway. Deswegen kann man das auch nur unter Sichtflugbedingungen durchführen. Das ist im Prinzip die Theorie. Das heißt, wir nähern uns unserem Sender auf 10 Meilen, biegen dann links ab, nähern uns der aktiven Runway mit einem gleichbleibenden Radius von 10 Meilen und biegen dann letzten Endes auf die aktive Runway ein, um auf dem Flugplatz zu landen. Und das machen wir jetzt einmal in der Simulation. Okay, jetzt wisst ihr, was wir vorhaben, also wie so eine Landung abläuft, und jetzt bereiten wir unser Flugzeug darauf vor, denn für so eine Landung brauchen wir natürlich ein paar Sachen. Wir brauchen zum Beispiel die Tarkan-Frequenz von unserem Flugplatz, wir brauchen die Radiofrequenz vom Tower, weil wir den Tower natürlich anfunken müssen, wir brauchen vom Tower zum Beispiel den sogenannten QFE, damit wir unseren barometrischen Höhenmesser einstellen können und ja quasi wissen, wann wir wirklich genau Boden unter den Füßen haben. Wir müssen unser HSI einstellen und dann, damit wir überhaupt dieses Tarkan-Funksignal empfangen können, müssen wir natürlich auch unser Tarkan einstellen. Das Tarkan-Panel haben wir hier. Und damit wir den Funk, den Tower erreichen, müssen wir natürlich das Radio setzen. Gut, normalerweise stehen diese ganzen Daten im Briefing. Ein Briefing hatten wir jetzt hier vorab natürlich nicht. Deswegen zeige ich euch, wo ihr diese Daten auch noch herbekommen könnt. Und zwar widmen wir uns diesbezüglich der CDU. Die CDU, das ist die Central Display Unit, also dieser Kasten hier, und der verrät uns so ein paar Sachen, die wir wissen müssen. Wir klicken hier als erstes auf den Nav-Button und dann haben wir hier die sogenannte Divert Page. Die wählen wir hier mit diesem OSB aus und jetzt kriegen wir hier schon die ganzen Flughäfen bzw. Flugplätze angezeigt. Der Flugplatz, auf dem wir landen wollen, das ist Kutaisi. Also wählen wir Kutaisi auch einmal aus. Und schwuppdiwupp kriegen wir viele nötige Infos angezeigt. Wir haben hier einmal den Speicherplatz im System, wenn wir ihn als Wegpunkt festlegen würden wollen. Wir haben hier die Elevation, also die Höhe vom Flugplatz. Das ist erstmal gut zu wissen, also über den Meeresspiegel, aber wir brauchen trotzdem den QFI, damit wir natürlich unseren barometrischen Höhenmesser darauf eichen können. Wir haben hier die aktive Landebahn, also die Active Runway, das ist 08, wobei ich vor uns im Meteor durchgeguckt habe, ganz genau genommen ist es die 074, also das Heading 074 von der aktiven Landebahn, und hier das Gegenheading 260. Wir haben hier die ILS-Frequenz, die brauchen wir heute nicht. Dann haben wir hier die Tarkan-Frequenz und in dem Fall ist das 44 X-Ray. Und wir haben hier auch noch die Frequenzen vom Approach und vom Tower, das ist 134 MHz. Gut, das sind erstmal eine Menge Daten, die wir jetzt hier gefunden haben und die stellen wir jetzt einmal in unseren Systemen ein. Okay, so, und wir fangen an und stellen als erstes unsere Tarkan-Frequenz ein. Das Tarkan-Control-Panel findet ihr hier. Und jetzt stellen wir mit diesen zwei Drehreglern unsere Frequenz ein. Die können wir, wie gesagt, hier oben in der CDU ablesen. Das ist 44 X-Ray. Das heißt, wir machen hier 4 und wir machen hier 4.
Und jetzt müssen wir natürlich das Tarkan auch noch einschalten und den entsprechenden Modus bzw. die entsprechende Betriebsart auswählen. Und da wählen wir, wenn wir Bodenstationen anfunken wollen, den Transmit-Receive-Modus aus, ohne Air-to-Air. Die erklären wir in einem anderen Tutorial nochmal. So, und jetzt haben wir hier die Tarkan-Frequenz eingestellt und hier den Betriebsmodus. Transmit-Receive bedeutet, wir bekommen von dieser Bodenstation einmal das Bearing, einmal die Range, einmal die Abweichung und einmal die Station-ID. Wenn der, wenn das Funkfeuer funktioniert und wenn ihr alles richtig eingestellt habt, dann hört ihr hier dieses Piepen, was ihr gerade mitbekommen habt. Das kann man hier mit der Lautstärke natürlich auch noch leiser drehen. So, das nützt uns aber erstmal nicht viel. Wir haben zwar jetzt die Frequenz eingestellt, aber wir wollen natürlich trotzdem wissen, wo geht es überhaupt lang. Und dazu müssen wir hier runter zum Navigation Mode Select Panel gehen. Und dort steht ja unsere Anzeige aktuell noch auf Steer Point. Und wir schalten jetzt einfach mal um auf Tarkan. Und jetzt kriegen wir hier die Entfernung zur Tarkan-Station angezeigt und auch hier kriegen wir das Heading angezeigt. Und zwar habt ihr zwei verschiedene Cursor im HSI, einmal den Bearing Pointer 1 und einmal den Bearing Pointer 2. Und wenn wir dann gleich nach Tarkan fliegen, brauchen wir den Bearing Pointer 1. Den Rest des HSI stellen wir später ein. Jetzt haben wir hier auch noch unsere Frequenz für den Tower und die stellen wir natürlich hier auf unserem Radio ein. So, das waren 134 MHz, das heißt, wir haben jetzt hier unser Radio gesetzt, können dann entsprechend auch gleich unseren Tower anfunken und der Mensch im Tower verrät uns dann den QFI und den können wir hier im barometrischen Höhenmesser einstellen, damit wir auch die korrekte Höhe des Flugplatzes haben. Okay, kommen wir zum Einstellen des HSI. Das HSI ist unser horizontales Situationsdisplay oder unser Horizontal Situation Indicator. Den haben wir hier. Er zeigt also uns in der Mitte und dann einen Kompass an und zeigt auch die Richtung an, in die wir fliegen sollen. Das ist jetzt im Fall von Tarkan der Bearing Pointer 1. Den sieht man hier, das ist dieser kleine schmale. Und was wir jetzt noch brauchen ist natürlich, weil wir wissen wollen, wann müssen wir abbiegen auf unsere Runway, brauchen wir das Runway Heading. Das haben wir einmal hier, also 080. Oder ihr schaut, wenn ihr die Mission selber bastelt, im Mission Editor nach. Ganz genau genommen ist es das Heading 074. Das heißt, wir nehmen jetzt hier unseren Curse-Set-Drehknopf und stellen das Heading 074 ein. Und dann seht ihr schon, dass die Anzeige für den Kurs sich natürlich bewegt. Hier oben haben wir die Anzeige. Und so, 074, das heißt, wir wissen erstmal, dass die Runway, also unsere aktive Runway, in diese Richtung verläuft. Und wie ihr von uns gesehen hattet, wir fliegen ja auf diesem Zählen 10 Meilen Radius rum. Und auf diesem 10 Meilen Radius ist es natürlich so, dass wir dann irgendwann, wenn wir die Active Runway vor uns haben, auf diese abbiegen müssen. Und das hilft uns halt. Wir haben einmal den Steer Pointer oder den Bearing Pointer 1. Wir wissen, wo müssen wir zum Tarkan fliegen. Und dann halten wir uns diese Position einfach, weil wir im Uhrzeigersinn fliegen, hier auf unsere 3 Uhr Position. Und hier haben wir dann, wie gesagt, auch noch die aktive Runway. Und wenn sich diese zwei Sachen zueinander nähern, das heißt, wenn wir sehen, dass wir dieser aktiven Runway näher kommen, dann können wir einfach drauf abbiegen und wissen eben so, wo wir raus müssen. Zusätzlich kann man, das muss man allerdings nicht machen, sich auch noch
den Heading Pointer setzen. Was macht das Ganze? Der zeigt uns dann einfach nur sehr genau mit diesem mit dieser Anzeige für die Abweichung vom Kurs an, wie weit wir von diesen 0,74 Grad entfernt sind. Kann man machen, da Tarkan wie gesagt an sich eh ein Landeverfahren ist, was für den Sichtflug gedacht ist, ist es kein Muss. Also man kann auch nach Sicht fliegen und die Runway korrekt ansteuern. Gut, wir haben unser HSI eingestellt, wir haben unser Tarkan eingestellt, wir haben unser Radio eingestellt und jetzt brauchen wir nur noch die Freigabe vom Tower und die holen wir uns sofort, wenn wir auf den Radius eindrehen. Bevor wir das machen, möchte ich aber noch kurz erklären, was ist überhaupt ein Bearing. Den Begriff haben wir jetzt öfter verwendet und ja, dazu erkläre ich euch einfach nochmal, was ist eigentlich das Bearing und was das Heading. So, und dann schauen wir uns mal an, was ist ein Heading, was ist ein Bearing. Wir haben hier wieder unsere A10. Und hier habe ich einfach mal einen Punkt eingezeichnet. Das kann ein Tarkan sein, das kann ein Ziel sein, das kann aber auch ein anderes Flugzeug sein. Und jetzt erkläre ich euch mal diese beiden Begriffe. Also zum einen haben wir das sogenannte Heading. Das Heading beschreibt den Kurs von uns zu einem Punkt. Egal ob das ein Tarkan ist oder ein Ziel. Das ist auf jeden Fall das sogenannte Heading. Und weil wir ja häufig, wie zum Beispiel beim Tarkan Approach, selber gar nicht senden können, sondern ein Signal empfangen, ist es in dem Fall so, dass wir eben im HSI nicht das Heading angezeigt bekommen, was wir fliegen müssen, sondern das sogenannte Bearing. Und das Bearing ist nichts anderes als die Richtung von diesem Punkt zu uns selber. Und das heißt im Endeffekt einfach nur, dass die Gradzahlen umgedreht werden. Das heißt, wenn wir ein Heading von 080 hätten, dann rechnen wir einfach die Gegenrichtung drauf, also 180 Grad. Und kommen so auf 260 Grad. Ein anderer Trick, den mir mal ein Kollege aus unserer Staffel beigebracht hat, das ist der Smoky, ist, dass man die vorderen zwei Ziffern einfach plus 2, minus 2 rechnet. Das heißt in dem Fall plus 2, minus 2 und so kommen wir auf unser Heading. Beziehungsweise in dem Fall auf unser Bearing. Und das Bearing brauchen wir für das HSI. Und was wir genau damit anstellen, das zeige ich euch jetzt. Okay, so, wir fliegen jetzt geradewegs auf unsere Tarkan Station zu. Das sehen wir hier. Und jetzt funken wir einfach mal den Tower an. Und hier oben haben wir jetzt unseren QFI 2943. Den stellen wir jetzt hier ein. Und damit haben wir unseren barometrischen Höhenmesser auch für die Runway geeicht. Und jetzt kommen wir hier an unseren 10 Meilen Radius ran. Und da wir, wie gesagt, jetzt schräg vom Flugplatz anfliegen, also wir kommen ja nicht aus der Richtung von der aktiven Runway, sondern aus einer anderen Richtung, biegen wir jetzt auf unseren 10-Meilen-Radius ab. Die 10 Meilen haben wir unten im HSI angezeigt und setzen uns die Tarkan Station einfach auf unsere 3-Uhr-Position. Und jetzt müssen wir im Prinzip nichts anderes tun, als diese Tarkan Station immer auf dieser 3-Uhr-Position zu halten und somit verlassen wir diesen 10-Meilen-Radius quasi nicht, sondern wir fliegen in diesem Radius, also in diesem Abstand 10 Meilen zur Landebahn um die um den Flugplatz drumherum und wenn wir dann später an dem Ende sind,
wo unsere Runway ist. Dann biegen wir einfach auf die Runway drauf ein und führen den Endanflug durch. Je nach Geschwindigkeit und Flughöhe habt ihr dabei ein Bank, also eine Schräglage zwischen 4 und 8 Grad. Es empfiehlt sich, diesen Radius auch nicht kleiner zu halten, weil ansonsten müsst ihr, wenn ihr dann letzten Endes auf die Runway eintretet, eine engere Kurve fliegen, also eine schärfere Kurve fliegen. Deswegen empfiehlt es sich wirklich, diese 10 Meilen einzuhalten. Und wenn ihr ein bisschen zu nah dran seid, so wie bei mir jetzt, ich bin knapp 9,5 Meilen dran, dann fliegt ihr einfach geradeaus und ihr seht, diese Tarkan Station verlässt meine 3 Uhr Position und gleichzeitig entferne ich mich damit auch wieder ein Stückchen vom Flugplatz an sich. Na, jetzt seht ihr, die Entfernung steigt wieder. Dann ist der Flugplatz, falls ihr ihn gesehen habt. Und wenn wir unsere 10 Meilen Abstand haben, dann steuern wir das Flugzeug wieder so, dass wir die Tarkan-Station auf unserer 3 Uhr Position haben. Wenn ihr euch auf diesem Radius zum Flugplatz befindet, je nach Geländebeschaffenheit und je nachdem, was vielleicht vorher gebrieft worden ist, 5000 Maximum Fußflughöhe, minimal so 2000, 2500 in der Regel. Und hätten wir ein etwas schnelleres Flugzeug, könnten wir das Ganze jetzt natürlich auch mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit fliegen. Also wenn man auf diesem Radius ist, kann man noch eine ganz normale Geschwindigkeit von 350, 400 Knoten in die Kehle drauf haben. Ist natürlich mit der A10 nicht möglich. So, und ihr seht unten im HSI, ich behalte die Tarkan-Station die ganze Zeit auf dieser 3 Uhr Position. Und jetzt sehen wir da, das ist ja die Richtung unserer aktiven Runway. Die kommt jetzt diesem Punkt immer näher und irgendwann liegen die aufeinander. Das heißt, irgendwann sind wir wirklich so lange um den Flugplatz drumherum geflogen, dass wir an dem Ende rauskommen, wo unsere aktive Runway letzten Endes auch ist. Und dort drehen wir dann einfach nur ein auf das Final, also auf den Endanflug. Und da Tarkan, wie gesagt, für Sichtflugbedingungen ausgelegt ist, können wir auch immer mal wieder gucken. Und jetzt sehe ich ihn gerade nicht, den Flugplatz. Vorhin habe ich ihn gerade gesehen, macht aber nichts. Da ist er. Gut. Okay, die Kurve ein bisschen zu eng geflogen, alles gut. So, jetzt können wir auch schon ein bisschen runter gehen. Und jetzt seht ihr, die aktive Runway unten im HSI liegt bald mit meiner Tarkan Station oder mit meinem Bearing Pointer 1 auf einer Linie. Das heißt, ich kann jetzt auch schon langsam eindrehen. Das ist eine Übungssache, dass man das Gefühl findet, wann man eindreht und mit welchen Raten man eindreht. Denn auch wenn man letzten Endes dann noch eindreht in dieser Phase, nähern sich diese zwei Sachen natürlich an. Ne, das seht ihr, ich fliege jetzt schon diese engere Kurve, aber die nähern sich trotzdem noch an und wenn alles klappt, dann drehe ich aus und die liegen direkt übereinander. Das wird mit dem Flugplatz wahrscheinlich nicht ganz so passen, da es wie gesagt nach Tarkan Station geht und die liegt in dem Fall links neben der Runway. Also ihr seht das, da ist die Runway, hier bin ich rausgekommen.
aber wie vorher schon gebrieft, alles halb so wild, Sichtflugbedingungen. Wir nutzen ja das Tarkan in dem Sinne nur, um den Flugplatz aus weiterer Entfernung zu finden und um dann eben auch in einem sicheren Radius uns der aktiven Runway zu nähern. Okay. Gehen flaps down. So, ich setze meinen Flight Indicator auf die Runway. Noch ein Ticken schnell, es macht aber nichts. Klappen und Fahrwerk sind draußen. Altitude, Altitude. Gut, das war ein Tarkan Approach. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Ihr könnt natürlich wie immer gerne Feedback unter dem Video dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Einen schönen Abend noch.